Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute die Rubrik Naturkunde. Und ich möchte euch ein bisschen was erzählen über den griechischen Philosophen Eratosthenes. Darauf bin ich gekommen, weil wir uns in den letzten Videos viel mit den Ptolemäern in Ägypten befasst hatten, mit der Bibliothek in Alexandria. Wir hatten Ptolemäus den Ersten, ein General Alexanders des Großen, als Herrscher über Ägypten kennengelernt im Video 8 über Aristoteles. Wir hatten Ptolemäus den 13. kennengelernt, der hatte abgeschlagen den Kopf des Widersachers von Caesar und ihm dann Caesar überbracht. Das hatte ich erzählt in den Videos über Caesar und den Untergang der Römischen Republik in Video 5. Und deswegen will ich daran anknüpfen und wieder ein bisschen was über Alexandria erzählen. In der Zeit, in der die Nachfolger des Generals Alexanders des Großen dort die Herrschaft hatten. Und da war ein griechischer Philosoph zugange. Eratosthenes von Kyrene. Kyrene ist in Libyen und dieser Eratosthenes von Kyrene lebte 273 vor Christus bis 194 vor Christus. Er ging nach Athen zum Studium und Ptolemäus der Dritte holte ihn 245 nach Alexandria und er wurde mit 30 Jahren Leiter der Bibliothek von Alexandria bis zu seinem Tod. Von seinem Werk sind nur Fragmente übrig geblieben. Er hatte sich interessiert für die Mathematik, er beschäftigte sich vor allem mit Verhältnissen, also 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 3, solche Sachen. Mit Astronomie beschäftigte er sich und mit Geografie. Man kann aus den Bruchstücken, die aus seinem Werk überliefert sind, eine Weltkarte rekonstruieren. Und zwar sieht die letztlich so aus. Ich halte sie euch mal in die Kamera. So kann man das gut erkennen. Ja, man sieht oben Europa, unten Libyen, da der Geburtsort eben von Eratosthenes. Man sieht nach rechts Asien, unten Afrika, die arabische Halbinsel, nach rechts geht es rüber nach Asien in Richtung des Indus und hinter dem Indus geht es sogar noch weiter. Also man sieht, in dieser Karte sind schon eingearbeitet von Eratosthenes die Erkenntnisse, die man dadurch gewonnen hat, dass Alexander der Große eben mit seiner Armee, nachdem er die Perser besiegt hatte, weiter nach Indien marschiert ist und in Richtung Indus. Das ist schon eingearbeitet. Man sieht es sehr gut, wenn man das vergleicht mit der Karte des Hekateus 500 vor Christus, also rund 300 Jahre vorher. Dort war in der griechischen Welt diese Karte oder dieser Wissensstand verbreitet. Da sieht man, Asien ist weitaus kürzer dargestellt. Man wusste noch nicht so viel über Asien, aber Libyen und Europa ist auch schon recht gut erfasst. Aber wie gesagt, Eratosthenes war schon etwas weiter und er hat auch schon entdeckt eben oder aufgezeichnet den Wissensstand über Asien, über Indus. Zum Beispiel hat er auch Überlegungen angestellt dazu, ob denn die Verteilung von Wasser und Landmasse auf der Erde konstant ist. Und da er aus Libyen kam und er dort Ablagerungen von Muscheln in Steinen oder versteinerte Muscheln entdeckt hatte, kam er dann zu dem Schluss, dass die Verteilung von Landmasse und Wasser eben nicht konstant ist über den Lauf der Zeiten. Kritiker nannten ihn den Fünfkämpfer oder hatten auch
Spitznamen Beta für ihn. Also Beta, der zweite, eben nicht der erste aller Forscher, sondern nur der zweite und Fünfkämpfer, spöttisch deshalb, weil er sich in so vielen Disziplinen tummelte und die Kritiker ihm vorwerfen, er habe nichts Herausragendes geleistet. Naja, wir werden noch sehen, was er tatsächlich geleistet hat, aber wir sehen schon daran, an diesen Spitznamen, die ihm gegeben wurden, also auch in der Wissenschaftswelt schon damals, war Neid und Missgunst weit verbreitet. Jedenfalls etwa 240 vor Christus stellte er fest, dass in Ägypten, im südlichen Ägypten, in Sirene, am 21. Juni die Schatten immer kürzer werden, bis sie letztlich ganz verschwinden. Also ein aufgerichteter Stab keinerlei Schatten mehr wirft. Er kam nun, Eratosthenes von Kyrene kam nun auf die Idee, wenn das Licht parallel zur Sonne, oder die Lichtstrahlen parallel von der Sonne ausgehen und auf die Erde treffen, allein schon das ist ja schon eine enorm schlaue Überlegung, und Sirene wie Alexandria ungefähr auf dem gleichen Längengrad sind, dann müsste, wenn die Erde flach wäre, ja auch in Alexandria der Schatten verschwinden, weil eben keine Krümmung vorhanden ist. Und ich hatte euch hier jetzt mal einen kleinen Versuch gebastelt, in der Hoffnung, dass jetzt im Augenblick gerade die Sonne scheint. Es klappt nicht so ganz. Ich versuche es mal so in die Kamera zu halten. Wir sehen eine flache Erde. Hier oben haben wir Alexandria. Hier fließt der Nil entlang. Hier unten ist Sirene. Das ist das heutige Assuan. Assuan kennt man von dem großen Assuan-Staudamm. Da mussten pharaonische Bauten abgetragen, versetzt werden, um einen riesigen Staudamm bei Assuan zu bauen. Na, jedenfalls damals hieß die Stadt da unten Sirene. Das war sozusagen das Handelstor nach Nubien. Nubien ist das heutige Äthiopien. Und über diese Stadt, die war sehr bekannt, da wurde der Handel abgewickelt mit Zentralafrika, der alten Ägypter. Naja, jedenfalls, man sieht hier eine flache Erde. Ich halte das jetzt mal so ein bisschen in die Sonne hinein und man sieht keinen Schatten. Was er jetzt aber festgestellt hatte, war, dass in Alexandria am 21. Juni um 12 Uhr es nicht keinen Schatten gab, sondern tatsächlich, aber jetzt geht der Versuch natürlich wieder prompt schief, tatsächlich wirft ein Stab in Alexandria am 21. Juni eines jeden Jahres um 12 Uhr einen Schatten. Und das kann nur daher kommen, weil die Erde rund ist, die Erdoberfläche gekrümmt. Andernfalls würden die beiden Stäbe beide, obwohl weit auseinander, keinen Schatten werfen. Das ist also die Idee, die Eratosthenes hatte. Und aufbauend auf den Grundvoraussetzungen, dass die Sonnenstrahlen auf die Erde parallel auftreffen, sagte er sich, wenn ich nun wüsste, wie weit Sirene von Alexandria entfernt ist, dann kann ich ja sogar berechnen, wie groß der Erdumfang ist. Also, dass die Erde eine Kugel ist, dass die Erde rund ist, wusste man auch schon vorher. Also, sagte er sich, ich probiere mal auszurechnen, wie der Erdumfang ist. Und er heuerte einen Läufer an, der die ganze Strecke von Ägypten bis Alexandria gelaufen ist und dabei ausgemessen hat, wie lang die Strecke ist, indem wahrscheinlich er einfach die Schritte zählte, die er zurücklegte. Und er kam auf 800 Kilometer, die diese Strecke beträgt. Nun, die zweite Überlegung von Eratosthenes war, in welchem Winkel denn wird der Schatten in Alexandria geworfen? Und da kam er auf 7,2 Grad. Und dann überlegte er sich weiter, wie er sich ausrechnen kann, aus diesen Informationen, aus den 800 Kilometer Abstand zwischen den beiden Städten, oder sagen wir mal, zwischen den beiden senkrechten Stäben, die im Boden gerammt wurden, und dem Winkel des Schattens,
den einer dieser Stäbe wirft, oder der Schatten einer dieser Stäbe ergibt, nämlich in Alexandria, von 7,2 Grad. Gut, und er machte folgende erstaunliche Rechnung auf. Und zwar sagte er sich, ich hoffe, das kann man gut erkennen, also wenn die Erde rund ist, so, das ist also die Erde, und hier ist Alexandria, und da habe ich, und hier ist, unten ist Syene. Und unter der Prämisse, unter der Voraussetzung, dass die Sonnenstrahlen auf die Erde am 21. Juni parallel fallen, also hier fallen jetzt die Sonnenstrahlen drauf, dann ergibt sich eben einen Schatten. Der Stab wirft dann hier in Alexandria einen Schatten. Und wenn man diese Linien dann miteinander verbindet, ergibt sich ein Winkel von 7,2 Grad. Gut, er überlegte sich jetzt weiter. Wenn ich bis zum Erdmittelpunkt die jeweiligen Linien verbinden würde, der Stäbe von Syene und Alexandria, dann käme man auch hier wieder, wenn sich dort, wo sich die beiden gedachten Linien im Erdmittelpunkt treffen, auch wieder auf einen Winkel von 7,2 Grad. Das nennt man Wechselwinkel. Also das hat er aus einer mathematischen Überlegung schon rausbekommen. Wenn hier der Winkel 7,2 Grad ist, zwischen dieser gedachten Linie, dem Stab und dem Schatten in Verbindung, dann ist hier unten auch der Winkel zwischen den verlängerten Stäben bis zum Erdmittelpunkt 7,2 Grad. Nun gut, jetzt hatte er, hatte ich ja schon berichtet, sich mit Verhältnissen beschäftigt. Und dann war es kein weiter Schritt mehr dazu, sich zu überlegen, na, ich habe jetzt relativ viele Informationen schon rausgekriegt. Es muss ja wohl so sein, insgesamt hat ein Kreis 360 Grad und ich weiß, dass hier oben der Winkel, hier unten 7,2 Grad ist. Also ich weiß, es ergibt sich ein Verhältnis von 7,2 Grad zu 360 Grad, nämlich dieser Winkel hier zu diesem Winkel. Der hier ist insgesamt 360 und das hier ist 7,2 Grad. Dann muss, wenn ich das ins Verhältnis sozusagen zur Erdoberfläche setze, dann muss die Strecke Alexandria-Syene, diese Strecke, von der ich weiß, es sind 800 Kilometer, im gleichen Verhältnis stehen wie die 7,2 Grad zu den 360 Grad eines Kreises, wie die 800 Kilometer zum Gesamtumfang der Erde. Also ist die Formel hier unten im Grunde genommen, 7,2 zu 360 verhält sich genauso wie die Strecke Alexandria-Syene zum unbekannten Erdumfang. Das ist sozusagen seine bahnbrechende Überlegung zur Bestimmung des Erdumfangs. Und wenn man jetzt einfach dann letztlich weiterrechnen, 7,2 Grad zu 360 Grad ist wie 800 Kilometer zum gesamten Erdumfang. Löse ich das nach x auf, ergibt sich x, also Erdumfang, gleich 50. Also das hier ist im Grunde genommen ein Verhältnis von 1 zu 50 in etwa. Ergibt sich 50 mal 800 gleich, wie viel ist es genau, 40.000. Und tatsächlich, der Erdumfang ist 40.000 und 30 Kilometer. Er hat sich also sozusagen nur um 30 Kilometer verrechnet.
Und das ist natürlich eine hervorragende Leistung und tatsächlich das einzige Beispiel dafür, wie die alten Griechen, die alten Philosophen, denen wir so viel zu verdanken haben, einen echten Versuch angestellt haben. Vielleicht waren deshalb auch die anderen Philosophen so sauer auf ihn, weil er ja wirklich Bahnbrechendes geleistet hat. Und zwar nicht einfach nur durch Nachdenken, sondern auch durch eine Zunahme, wie soll ich sagen, von Erforschungsansätzen, von Entdeckung von Tatsachen, von stumpfen Zählen. Vielleicht war das eben dem Zählen von Schritten und vielleicht war das einfach den alten Philosophenkollegen zu puppelig, dass einer sich die Mühe machte, einfach 800 Kilometer abzuschreiten und nachzurechnen. Das ist also eine besonders herausragende Leistung der alten Griechen, weshalb ich eben heute auch über diesen alten Philosophen ein Naturkunde-Video machen möchte. Es war schon bekannt, dass die Erde rund ist. Bereits vorher, schon der Aristoteles um 400 vor Christus, gab drei Gründe an, warum die Erde rund sein müsse. Er sagte, zum einen ist zu beobachten, wenn der Schatten der Erde auf den Mond fällt, also von hinten von der Sonne angestrahlt wird und dann fällt der Schatten auf den Mond am Himmel, dann kann man am Mond, an Erdschatten auf dem Mond erkennen, dass der Erdschatten rund ist. Wenn dieser aber rund ist, muss auch die Erde selber rund sein. Also das war aus einer reinen Beobachtung heraus die Ableitung, dass die Erde rund ist. Das war ein Grund. Ein zweiter Grund war die philosophische Überlegung, dass alle Materie zur Mitte strebt und unter dem wachsenden Druck sich zusammenballt und dabei die natürliche Form einer Kugel sich bildet, ganz natürlich, und eben nicht eines Vierecks oder einer Scheibe oder was auch immer, sondern alle Materie ballt sich zusammen, versucht sich zusammenzuballen auf einem Fleck und deswegen ergibt sich dann eine Kugelform. Also das zeigt so ein bisschen der unterschiedliche Ansatz dieser beiden Philosophen. Aristoteles mit seinem Ansatz der, wie soll ich sagen, der Überlegung, der Schönheit einer Idee, die dann auch eben richtig sein muss oder wo große Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass sie richtig ist. Und dem Eratosthenes, der tapfer die 800 Kilometer abgelaufen ist und die Schritte gezählt hat. Also nicht er selber, sondern ein angeheuerter Läufer natürlich. Aber das sind so zwei unterschiedliche Ansätze, die sehr interessant zu beobachten sind, wobei natürlich der Ansatz von Aristoteles aus reiner Überlegung und sozusagen der Schönheit einer Überlegung heraus, Natur zu erkunden, natürlich schon was ganz Besonderes ist, zumal ja dieser Ansatz wirklich auch dann später in der Naturkunde auch bestätigt wird, wenn man sich den Lauf der Planeten, die Entwicklung der Planeten anschaut und ihre Kugelform. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Gut, es gab schon vorher auch, wie soll ich sagen, naturkundliche Errungenschaften, die auch dann mit wahrscheinlich zu der Karte des Eratosthenes führten, zum Beispiel 600 vor Christus, also nochmal 200 Jahre früher als Aristoteles, hat der Pharao Necho Phönizier angeheuert. Das waren erfahrene Seeleute aus dem Mittelmeer und hat ihnen den Auftrag gegeben, sie sollten doch vom Roten Meer aus einmal rund um Afrika fahren, so weit wie möglich nach Süden und möglichst dann eben so weit sie kommen und berichten, was im südlichen Teil der Welt so los ist. Und tatsächlich, die Phönizier segelten los und sie umrundeten wohl tatsächlich einmal ganz Afrika, also aus dem Roten Meer raus, runter am Horn von Afrika vorbei, unten um Südafrika herum, ganz im Süden rum und auf der anderen Seite wieder hoch, durch Gibraltar durch und dann wieder durchs Mittelmeer nach Ägypten. Das ist natürlich eine ungeheure Leistung, die überliefert wurde und da die Seefahrer berichteten, dass die Sonne rechts von ihnen stand, als sie Afrika umrundeten, ist man tatsächlich der Ansicht, dass diese Geschichte über die Expedition im Auftrag des Pharaos Necho 600 vor Christus auch tatsächlich so stattgefunden hat. Also von dem, wie soll ich sagen, Inselcharakter Afrikas war man
konnte man damals schon wissen und vielleicht ist das auch eben dann bereits schon eingegangen in die Karte des Eratosthenes, die ich euch eingangs gezeigt hatte. Nun gut, man wusste also, dass die Erde rund ist und das wusste man auch in der Zeit von Kolumbus. Nur Kolumbus dachte, dass der Erdumfang nur so um die 20.000 Kilometer war und nicht 40.000 Kilometer wie Eratosthenes sehr gut, wie viele Jahre, 1.200 Jahre vorher schon ausgerechnet hatte. Die Problematik war wohl die, dass man vergessen hatte, welche Längeneinheit, welche konkrete, oder die Maße der Längeneinheit, die angegeben wurden für den Abstand zwischen, Siene und Alexandria, dass man das eben nicht mehr wusste. Und dann berief sich eben Kolumbus auf einige andere Quellen und kam dann auf den Schluss, dass eben die Erde nur 20.000 Kilometer Umfang hat. Und darauf baute er sozusagen das Vorhaben seiner Expedition auf. Er stellte sein Vorhaben, die Erde einmal zu umrunden mit dem Segelschiff, in dem er nach Westen fuhr, den Portugiesen vor. Die waren aber sozusagen in östlicher Richtung schon auf den Meeren unterwegs. Die kämpften sich gerade von Portugal nach Afrika immer weiter runter, um Richtung Indien und China zu gelangen. Und die hatten nun kein Interesse daran, sozusagen über den Westweg zu diesen reichen Ländern vorzustoßen. Und zum Zweiten wird vermutet, dass die Portugiesen sehr wohl wussten, dass die Erde 40.000 Kilometer in etwa Umfang hat. Also insofern denkt man, dass die Portugiesen entdeckt hatten, dass Kolumbus tatsächlich einen Rechenfehler oder einen Übertragungsfehler gemacht hat und Indien bzw. China viel zu nahe an Spanien und Portugal gelegen gesehen hat. Als nächstes stellte er das Projekt den spanischen Herrschern vor und die haben das dann tatsächlich angenommen, dieses Projekt. Hintergrund überhaupt des gesamten Projektes von Kolumbus, die Erde nach Westen zu umrunden, in Richtung Westen zu umrunden, war, dass die Handelswege durch das Osmanische Reich abgeschnitten waren. Die Handelswege zwischen den Staaten am Mittelmeer und eben Indien und China. Dazwischen wölbte sich das Osmanische Reich, welches das Byzantinische Reich erobert hatte und insofern hohe Zölle verlangte oder den Warenverkehr gänzlich unterband. Und so kamen natürlich solche Stadtstaaten, Handelsstaaten wie die Seerepublik Venedig unter Druck. Wollte man weiter Gewinne mit dem Handel von Seide und Gewürzen machen, mussten neue Wege gefunden werden. Eben das Osmanische Reich, das sich in der heutigen Türkei auf der arabischen Halbinsel bis Ägypten ausbreitete, eben zu umgehen. Und ein Weg war eben entweder nach Westen, einmal um den Globus rum, um auf der anderen Seite in Indien zu gelangen, oder aber Richtung Osten, nach Afrika runter, um Afrika rum, dann über den Indischen Ozean und dann Richtung Indien. Und die Portugiesen waren eben schon auf dem Weg rund um Afrika. Nun gut. Jedenfalls, das hier ist Kolumbus. Da halte ich mal euch ein Bild in die Kamera. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Christoph Kolumbus, 1451 in Genua geboren, 1506 in Valladolid in Spanien dann gestorben. Und hier ist auch noch ein schönes Bild. Hier stellt Kolumbus sein Projekt, den spanischen Herrschern vor. Das ist Isabella, die erste von Kastilien, und Ferdinand II. Von Aragon. Das sind eigentlich die Gründer des Staates Spanien, kann man sagen. 1492 haben sie den letzten islamischen Staat auf spanischem Boden besiegt und Granada erobert. Und das ist auch das Aufbruchsjahr von Kolumbus. Nun gut, Christoph Kolumbus jedenfalls hatte den Erdumfang falsch ausgerechnet. Er dachte eben, er kommt nach ungefähr 4.500 Kilometern
nach Japan. Er wusste, Japan ist sozusagen China vorgelagert, China wiederum Indien vorgelagert. Das wusste man schon und deswegen dachte er, er landet, würde nach 4500 Kilometern in etwa in Japan landen. Und Japan wurde eben angesehen als, wie soll ich sagen, Art indisches Vorland. Und deswegen stellte er sich letztlich vor, er würde nach, auch wenn er über Japan, zuerst Japan, auf Japan stoßen würde, würde er letztlich dann doch im Großreich Indien landen. Jetzt ist es natürlich dann so, er hatte auch Indizien, dass es eine Landmasse in der Nähe Europas geben müsse. Also zum Beispiel wurden Leichen fremdländischen Aussehens auf den Atlantikinseln, die zu Spanien oder Portugal gehörten, angeschwemmt. Es wurde Treibholz angeschwemmt. Also auch das wusste Kolumbus. Also er hatte durchaus Indizien dafür, dass es in der Nähe, in relativer Nähe, eine Landmasse geben müsse. Nur es war natürlich dann nicht Indien, China oder Japan, auf die er gestoßen ist, sondern eben es waren die westindischen Inseln, also die karibischen Inseln, auf die er dann gestoßen ist. Und zwar ziemlich genau in der Entfernung, in die er sich ausrechnete, wo er auf Japan bzw. eben diesen Teil von Indien stoßen musste, den man Japan nannte. Und deswegen nannte er bis zum Schluss die Landmasse, auf die er gestoßen ist, beziehungsweise die vorgelagerten Inseln, die West Indies, also die Westindien. Und dieser Irrtum, dass das eben nicht Japan oder ein Teil von China oder ein Teil von Indien war, auf das er da gestoßen ist, diesen Irrtum, der wurde bei ihm nie bis zu seinem Tod bereinigt. Er ist immer davon ausgegangen, er hat Indien, China und Japan letztlich entdeckt in 4500 Kilometer Entfernung. Letztlich ist es so, dieser Irrtum ist auch Grund dafür, dass Amerika, der Kontinent Amerika, nun eben nicht nach Kolumbus benannt wurde. Kolumbien hätte sich ja angeboten als Name für diese Landmasse. Nein, erst später kam ein weiterer Entdecker, Amerigo Vespucci, auf die Idee, dass die Landmasse, die man da entdeckt hatte, überhaupt gar nicht der asiatische Kontinent ist, sozusagen von der anderen Seite betrachtet, sondern eine eigene selbstständige Landmasse. Und deswegen wurde dann Amerika nach Amerigo Vespucci benannt. Nun gut, ich will euch hier noch am Schluss, um die Geschichte über Kolumbus abzuschließen, mal ein Bild in die Kamera halten, das zeigen soll, mit welchen kleinen, winzigen Nussschalen sich Kolumbus auf den Weg gemacht hat, um den Atlantik zu überqueren. Das sind die Karavellen Pinta und Nina und die Karacke Santa Maria. Das ist ein Foto von 1912. Da ist in New York 1893 sind Nachbauten dieser drei damaligen Schiffe zur 400-Jahr-Feier nach New York überführt worden über den Atlantik und die lagen dann da und wurden dann 1912 fotografisch festgehalten. Also mit diesen drei Nussschalen ist der tapfere Kolumbus dann aufgebrochen zu seiner Großtat, zu seinem Abenteuer, das nicht dadurch geringer wird, weil er bis zum Schluss dem Irrtum aufgesessen ist, er habe Indien entdeckt. Na jedenfalls, über einige weitere westwärts gerichtete Abenteuer und Entdeckungsfahrten will ich euch noch berichten. Ich hatte ja schon von Pharao Necho berichtet, der 600 vor Christus bereits in Auftrag gegeben hat, eine Expedition rund um Afrika aus dem Roten Meer heraus und zurück über Gibraltar wieder rein ins Mittelmeer. 1492 eben Kolumbus hat sich auf den Weg nach Westen aufgemacht. Und nun will ich euch eine Geschichte erzählen von einem chinesischen Entdecker, der sich ebenfalls von Westen aufgemacht hat, aber eben nun Westen sozusagen als dem Ende des asiatischen Kontinents
aus unserer Betrachtung heraus. Ich will euch versuchen, hier das mal aufzumalen. Und zwar ist es nicht so ganz einfach. Wir müssen jetzt versuchen, mal so ein bisschen China und Indien auf die Landkarte zu bannen. Ich fange einfach mal am besten an, oben in der Ecke des Mittelmeers. Also hier, wenn wir hier einfach mal das Mittelmeer, die Ecke des Mittelmeers einzeichnen und dann haben wir hier den Nil. Dann kommen wir natürlich, wie immer, kommt hier unten Afrika hoch. Hier kommt die arabische Halbinsel. Ich mache das jetzt mal alles ein bisschen kleiner. So, dann kommt hier Indien. So, dann geht es hier runter. Hier kommt dann so Burma. Hier kommt Burma. Ich zeichne gleich noch ein paar Städte ein, dass man es ein bisschen besser erkennen kann. Burma und dann geht es hier runter Richtung Thailand. Hier geht es hoch. Hier beult sich der asiatische Kontinent etwas auf. Hier ist Vietnam, ich zeichne das gleich alles ein. Und dann geht es hier hoch und hier kommt der große Klops von China und hier oben ist dann irgendwann hier oben kommt dann Korea. Gut, dann haben wir hier unten noch Indonesien. Indonesien zieht sich hier bei Thailand so ein bisschen entlang. Und dann haben wir hier drüben ist irgendwo, glaube ich, Borneo und hier ist Ceylon bzw. Sri Lanka, wie es heute heißt. Malen wir einfach mal ein paar Städte ein. Um uns hier oben ist Peking. Hier ist die Stadt Nanking, so heißt die. Von dort ist dann der Entdecker auch aufgebrochen. Was haben wir hier? Ich versuche das mal so ein bisschen einzuzeichnen. Hier ist Vietnam. Was haben wir hier? Das ist Thailand. Hier oben, das ist so Burma, Myanmar, wie es heute heißt. Wir haben hier, das kennen wir ja schon, hier oben erstreckt sich der Himalaya. Wir haben hier eben Ceylon. Wir haben hier Bombay. Damals hießen die Städte natürlich auch alle anders. Wir haben hier Hormuz, die Meerenge, das ist natürlich jetzt hier nicht so ganz gelungen. Hier haben wir Medina und Mekka. Medina hier oben, Mekka hier unten. Und wir haben hier unten Mogadischu. Und das hier ist eben dann der Indische Ozean. Das ist der Golf von Bengalen. Hier drüben, das ist Indonesien. Hier oben, wo ist dann Jakarta? Und hier ist Borneo. Und hier drüben wäre dann ganz auf der anderen Seite, wäre dann vorgelagert sozusagen bis hier runter, so Japan, so hier in der Ecke. Gut, und welche Staaten kennen wir jetzt schon so um die Zeit 1405 bis 1433? In dieser Zeit hat China diese großen Seeexpeditionen gemacht. Wir kennen bereits das Timuridische Reich, Timur. Timur Lenk, Timur der Lame, saß hier oben, das hatte ich euch in dem Mogul-Video dargestellt. Und von diesem Reich, an dieses Reich schloss sich das Sultanat von Delhi an. Und Babur der Große eroberte eben als Provinzherrscher hier oben das Sultanat und errichtete hier oben einen großen, herrlichen, mächtigen Staat, der Staat der Mogulen. Nun gut, und welche Fahrten hat nun dieser chinesische Abenteurer im Staatsauftrag unternommen? Er ist von Nanking aus in 7 Fahrten praktisch die gesamte bekannte Welt abgefahren, hat dabei Piraten bekämpft und ist bis hier oben nach Hormuz gelangt. Und in weiteren Fahrten ist er sogar bis hier nach Mekka und Medina gekommen und ist dann weiter Richtung Mogadischu hier nach Afrika
hinunter gesegelt mit sogenannten Schatzschiffen. Das waren riesige, riesige Schiffe. Die Chinesen waren damals weitaus, bedeutendere Entdecker, Erfinder. Die Kultur und die Wirtschaft war weiterentwickelt. Und insofern konnten die auch weitaus größere, seetüchtigere Schiffe bauen als zu diesem Zeitpunkt die Europäer. Man kann in gewisser Weise sagen, das war eine der letzten Großtaten, die China in dieser Zeit dann auf sich genommen hat. Gut, also dieser Zheng He, der lebte oder der hat seine erste Reise 1405 bis 1407 gemacht und 6 weitere Reisen danach. Und er hat sozusagen den gesamten Indischen Ozean, den Golf von Bengalen, Indonesien, Burma bis Richtung Australien hat er entdeckt, für China, hat Handel getrieben, hat Piraten bekämpft und hat Tribute eingefordert und den Vasallenstatus von einzelnen Ländern herbeigeführt. Gut, das ist, also dieser Zheng He, das erzähle ich vielleicht noch vorher, dieser Zheng He war als 11-Jähriger in die Gefangenschaft der Chinesen geraten und er wurde kastriert mit 13 und wurde dann an dem Hof betraut mit bestimmten Aufgaben und arbeitete sich als oberster Eunuch dann hoch und wurde mit verschiedenen Aufgaben betraut, eben mit diesen Seereisen. Diese Seereisen sind eben 7 Stück gewesen und die Schiffe waren ungefähr 62 Schiffe so in der Größenordnung mit bis zu 27 oder 30.000 Mann Besatzung. Also es waren enorme Flotten und Grund dieser Schiffsreisen war, dass die Ming-Dynastie in China, die kam neu an die Macht nach der Fremdherrschaft der Mongolen, wieder ihre Macht demonstrieren wollte und Präsenz zeigen wollte eben im Indischen Ozean und auf den angrenzenden, zu China angrenzenden Inseln. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass Zheng He auch Amerika entdeckt haben soll auf einer Reise 1421. Dafür gibt es aber tatsächlich keine echten Anhaltspunkte. Es wäre natürlich eine schöne Geschichte. Jedenfalls wäre Zheng He ein paar Jahre später aufgebrochen, beziehungsweise die Portugiesen hätten sich ein paar Jahre früher rund um Afrika herumgekämpft, hätte es sehr gut sein können, dass die Schatzflotte oder die Schatzflotten, diese enormen Schiffsverbände der Chinesen auf die kleinen Karavellen der Portugiesen gestoßen wurden, wären die sich rund um Afrika gekämpft haben und sich dann langsam in den Indischen Ozean hineinbegaben, um Handelswege zu entdecken und zu erobern. Hat aber nicht stattgefunden, also Zheng He und die Portugiesen haben sich nie getroffen, aber Zheng He eben einer der großen Entdecker in Richtung Westen. Irgendwann werde ich auch nochmal sicherlich ein Video machen über die großen Entdecker in Richtung Osten auf dem Globus. Aber jedenfalls, Zheng He hat wahrscheinlich eben dann nicht 1421 bereits, also vor Kolumbus, Amerika entdeckt. Das ist eine zu wenig belegte These eines Autors. Aber was jedenfalls sicher ist, dass rund um das Jahr 1000 die Wikinger bereits Amerika als Kontinent entdeckt haben. Und zwar konnten sie als Beweis sozusagen nicht mitbringen, wie zum Beispiel Zheng He. Ich halte euch hier nochmal ein Bild in die Kamera, so hoffe ich, dass man es erkennen kann. Da ist ein chinesischer Soldat, der eine Giraffe am Zaum hält. Also das ist sozusagen der Beweis, dass Zheng He auf alle Fälle in Richtung Afrika schon gelangt ist. Na jedenfalls, solche Beweise konnten die Wikinger nicht anbringen, aber man hat in Nordamerika hat man Siedlungen, Wikinger-Siedlungen entdeckt und zwei Sagas, zwei alte Berichte sprechen eben davon, dass Leif Erikson und ein Kollege zusammen über Grönland hinaus dann eben ein Land, Wienland,
das Land, wo Wein wächst, entdeckt haben. Und man fand später dann auch eine mittelalterliche Karte, die genau dies bestätigt, dass Leif Erikson und sein Kollege Amerika entdeckt haben. Und dies will ich euch auch nochmal in die Kamera halten. Das ist also diese Karte, die ist heute in der Yale-Universität. Ich habe euch am rechten Rand mal da aufgezeichnet, wie es da weitergeht. Man sieht oben also Grönland und dann da gegenüber dann Neufundland. Und da sind dann die Wikinger-Siedlungen auch gefunden worden. Und der Text auf dieser alten Karte, deren Papier tatsächlich aus dem Mittelalter stammt, sagt eben, dass Bjarni und Leif Erikson ein weintragendes Land entdeckten, Wienland. Und naja, die Karte ist aber wahrscheinlich falsch. Also es ist wohl so, dass die Tinte Bestandteile enthält, die nicht ganz zu der Zeit passen, aus der die Karte stammen soll, aber der entscheidende Hinweis ist eigentlich wohl der, der die Fachwelt dazu bewegt, die Karte als falsch anzusehen, der, dass es zu genau ist, diese Karte. Also die Karte gibt im Text und auch in der, wie soll ich sagen, Bebilderung und im Umriss der Küstenlinie alles eigentlich viel zu übereinstimmt mit den Sagas, diesen alten Erzählungen wieder. Also sozusagen das Argument gegen diese Echtheit dieser Karte ist, dass sie eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein. Nun gut, also was haben wir heute gelernt? Die Erde ist rund und dass wir das wissen, verdanken wir einem alten griechischen Philosophen, Eratosthenes, und in seinem Gefolge und mit seinem Wissen haben sich viele Entdecker nach Westen aufgemacht. Kolumbus allerdings hat sozusagen das Wissen nicht mehr gehabt um den Erdumfang und hat dann sozusagen bis zum Lebensende gedacht, er hat Indien entdeckt. Tatsächlich hatte er eben Amerika entdeckt. Und das bringt uns natürlich so langsam so in die Richtung, was ist da eigentlich passiert? Ich habe jetzt schon so oft erzählt über die schlauen Griechen und ihre bahnbrechenden Entdeckungen. Und oftmals eben auch erzählt, dass das wieder in Vergessenheit geriet. Warum ist nicht Kolumbus einfach in den Keller gestiegen, hat die alten Schriftrollen und die alten Aufzeichnungen genommen, hat das Experiment von Eratosthenes nachvollzogen und hat gesagt, na gut, da muss ich ein bisschen mehr Proviant einpacken als für 4500 Kilometer, sondern eben eher für 20.000 Kilometer. Naja, warum ist das denn eigentlich alles dann so verloren gegangen? Schließlich die alten Römer wussten es ja auch noch. Ich hatte euch von Sulla erzählt, wie der aus Athen einfach mal einen Haufen Schriftrollen dann mitbrachte, als Rom Athen eroberte. Also irgendwas muss da passiert sein, das ist alles sehr seltsam. Und ich hoffe dann demnächst in einem der Videos darauf eingehen zu können, was denn da wohl passiert sein muss, dass so ein reicher Wissensschatz der Griechen dann da verloren ging. Gut, vielen Dank, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, tschüss.